So. Ja, das war nur kurz. Was, wenn alles so klein ist? Das Ende des Mordjahres. Und du nichts lesen und erkennen kannst, na scheiße. Ich überlege gerade, ich sollte bei Cutscenes besser Bescheid sagen. Das wäre von Vorteil. Ich denke mal, es wird schon vielleicht Leute geben, die das ja quasi dann stört. Kann sein. Wobei, wenn du Untertitel drin hast, dann ist wieder mal nicht so schlimm. Auch wieder wahr. Und am Ende kannst du es auch nicht jedem recht machen. Wieso habe ich jetzt irgendwie Pfeil und Bogen statt meines Sniper? Na, wahrscheinlich für die Mission irgendwie. Für die erste Mission. Wait, wait, ich auf F. Ich kann mal einen vernünftigen Wagen statt immer nur diese Buggies. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie... Wo sind dieses Toppelwohan? Problem mit wilden Tieren? Okay, es ist nicht die Stimme aus Far Cry 3 von... Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanan. Oh, die Stimme kommt mir... Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Oh, die Synchronstimme kommt mir bekannt vor. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Ich habe die Stimme von AJ in manchen Animes schon gehört. Es kommt mir sehr vertraut vor. Ich mach mal Double Abo rein. Warum hört der permanent die Arme aus? Ich kann nur sagen, es ist, glaube ich, die Kingdom Hearts Stimme von Heiner. Der Heiner, der Reiner. Kein Auto, Outcham, Default. Ach, das war Tibet-Wolffell. Ah, perfekt. Genau das brauche ich ja für das, den Waffengurt. Perfekt, genau das brauche ich für den Waffengurt. Ah, Moment, ich weiß, warum die Tiere wahrscheinlich mehr aushalten. Das ist, natürlich, das ist der Modus schwer. Klar, dass sie dann mehr aushalten, die Tiere. Wir auch gleich denken können. Ja gut, ich bin jetzt, ich habe ja das mittlerweile auch umgesteuert. Wobei, eigentlich kann ich ja das nicht mehr sagen, das ist scheiße. Moment, ich habe gerade einen fucking Tibet Wolf auf schwer gemessert. Ich habe 3 Hunde auf schwer gemessert, obwohl ich es jetzt gar nicht richtig wollte. The fuck? Oh.
Display Options. Irgendwie ist das schon wieder selber. Zerstöre den Wolfsbau. Das ist doch wieder dasselbe hier. Ach du Scheiße. 1, 2. Okay, also mindestens 2 Wölfe. Tibet-Wölfe wohl bemerkt. Ich bin nicht zufrieden. Oder muss ich vielleicht nicht dann drohen? Sondern was anderes. Vielleicht ist das ja Musik. Und okay, das war schon mal ein Wolf. Lieber noch mal heilen. Ich hatte sogar auch schon mal den Dummsieger. Great Game. Hat's ja bloß. Ich erinnere mich noch an die Schweinsleder. Das war ein sauberer Schuss. Die drei Schweinsleder. Alles mögliche an Fell mitnehmen, was wir kriegen. Sei es jetzt Schweinehaut, sei es jetzt Wolfsfell. Alles mögliche häuten. Vor allem die Wölfe sind wichtig. Wegen dem Waffengurt. Oh shit. Ich rall das nicht, ich krieg das, den Scheiß hier nicht zum Laufen. Was ist das denn für eine Kacke, Mann? Ich hab keine Ahnung. Nun, so, das müssten eigentlich die sein.
Ne, ist immer noch das Gleiche. Was? Hä, ich halte das nicht. Sich das auf Software-Modus machen. Ich habe keine Ahnung. Was? Ich raff das nicht. Ich krieg das nicht zum Laufen. Ich möchte mir da keine Romane durchlesen. Ich möchte das einfach bloß zocken. Ich habe das doch genauso gemacht. Der sagt da. Noch da? Ich bin noch da, ja, ich bin grad. Warum hat's das so leise gestellt? So. Auf Wolfsjagd. Ich krieg den Müll nicht zum Laufen. Das ist nicht gut. Oh, Internet! PC, ich trete euch beide in den Arsch! Also irgendwie hast du es gerade mit der Technik. Die Technik ist immer scheiße. Würde man was Gescheites machen, was wenigstens funktionieren würde. Wie es eigentlich soll. Das wird crashes when trying to use the complex to some fuck about inventory. Immerhin habe ich nicht denselben, immerhin bin ich nicht der Einzige mit der Scheiße. Kommentare sind teilweise uralt. Ziemlich schnell stürzt die Höhle ein. Naja, machen wir es nochmal.
besten vorher looten die Hütte, bevor ich den Bauern stürzen lasse. Mann, lad doch den Scheiß! Ich hab das nicht angeklickt. Brandpfeile. Häng mit deinem Scheißkopf nicht in der Decke fest. Wieder verkackt, weil dieser Idiot in der Decke festhängt. Ach Mann, scheiß Lava. Ich hasse Homing Projectors wie die Pest. Das habe ich schon bei Angry Video Game gemerkt. Ja, wie ich die hasse. Scheiße, bist halt so eine Wichser da drin. Irgendwie wie die Gymnasium 2. Ja, den Hassboss da. Auf hartes Balls war da die Hölle. Oh, wie schnell. Dann bin ich hier wieder so grausig an. Es kann so einfach gehen. Komm her, Mr. Kiko. Oh, leck mich, du Fetzer.
So, kann ich was Neues craften? Schauen wir gleich mal. Ja. Köcher. Ich hab dich gesehen, sag. Hochgerüstet, Trophäe. Wahrscheinlich wegen den Upgrades, die ich gemacht habe. Warum wirft er jetzt eine fucking Granate, der Pisser? Weil du ihn getriggert hast. Ich hab nochmal die Controls hier. Inventory. Möchte das auf F haben. Ich hab gesehen, dass Far Cry 5 die Thematik anscheinend Amerika wieder behandelt. Da auf dem Cover ja schon sehr offensichtlich, auf den Bildern. Er hat schon wieder eine Granate geworfen, der Fischficker hier. Amerikanische Flaggen zu sehen sind. In anderen Worten, Far Cry 5 wird wahrscheinlich in Amerika spielen. Aber welche Locations hatten wir denn bis jetzt? Wir haben Tibet gehabt, wir haben... Also zuerst hatten wir irgendeine Insel, so, eine so ein Militärstützpunkt. Von so einer irgendeiner Organisation, keine Ahnung. Dann hatten wir als zweites Afrika. Dann hatten wir als drittes Insel voller Piraten und ein Drogenkartell. Dann hatten wir in dem Spin-Off Far Cry 3 Blood Dragon hatten wir eine Insel, hatten wir ein postapokalyptisches Szenario mit Atom und Cyborgs und sowas. Dann Far Cry Primal war Urzeit. Far Cry 4, stimmt, es kam davor, spielt in Kyrat, das ist bei Tibet, soll das sein. Und Far Cry 5 in Amerika. Ah, Cutscene. Hey. Badra, wie geht's dir? Ich, hab diese Fälle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Oh. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Okay. AJ, geh zu Longinus, wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des Goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Dass du glaubst, Longinus tickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Aktualisiere deine Karte. Longinus ist also für Waffen zuständig, okay. Fischhickermann! Okay. Scheiß teleportierender Imp da. Ach, den habe ich ganz vergessen. Zock jetzt das alte Komplex dumm, das ich habe. Ich glaube, ich habe das auf Senseless Masochism gemacht.
Ein Wunder, dass ich permanent krepiere. Ja, ich den Schwarzen abgeknallt, so muss das. Oh Mann, der grüne Bastard. Kann der Ficker nicht das Maul... Wir sind selbst Arschlöcher. Dann töten wir Tiere und kommen zurück als Tiere. Das ist der verrückte Kreislauf des Lebens. Arschlöcher zeugen Arschlöcher. Denk mal nach, wie kaputt wir hier in Führer sind. Arschlöcher zeugen Arschlöcher. Lol. Ja, so ist das. Interessantes Motto in Kyrat. Okay, fahren wir mal zu Longus, dem Waffenhändler. Oh, ja, der Waffenhändler, der war geil. Oh, ein Zwischengefecht. So. Schön ist er gedruckt. Der ist schon down. Oh Mann, die blöden Wichser da drüben. Nee, der versucht, du Bastard. Der Wichser hat mich noch getroffen. Als ich vorhin auf dem Scheiß. Bin aber auch hier behindert im Netz. Ah, da werden schon die Waffen ordentlich geprobt bei ihm. Beim Waffenhändler. Du wirst den Waffenhändler lieben. Der ist so geil drauf. Gucken wir doch mal. Wie geil er drauf ist. Oh ja. Mach dich bereit. Eine Hand in die Hose. Willkommen. Ich bin Longinus.
Du bist AJ. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sauschmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Siegel zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche 19, 11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebt es. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Das ist Gottes Wille. Hier, das ist für den Ersten. Vanapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg, Scheiße. Und er sprach zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. So, als erstes mal ein Wort dazu. Diese Figur ist, so denke ich, also meine Vermutung ist, dass diese Figur an eine grausame Person angelehnt ist, namens Idi Amin. Okay. Der war, glaube ich, ähnlich drauf und hat sehr viele Leute umgebracht und wurde am Ende erschossen und ja. du hast gesehen, der Knabe hat eine Narbe an der Schläfe. Ja. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es eine Anspielung daran ist. Was? Das geht's? Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe 100% live mal. Du kleiner Wichser. Netter Versuch, du Stinker. Double kill. Das war keine gute Idee.